Was geht, meine Wölfe? Einen fröhlichen zweiten Advent und heute gibt es ein Oras Wi-Fi-Battle in der Weihnachts-Edition. Ja, das kann man so nehmen. Einzelkampf, ja bitte. Spielchat, nein und Showtime. Und zur Weihnachts-Edition, wie ihr in meinem Team ganz oben da schon seht, haben wir einen Weihnachtsbaum, einen Adventskranz, einen Weihnachtsvogel, einen Rudolf, ein... Du warst... Gordi, genau, der Gordi von dem Weihnachtsmann und Coca-G, ne? Und die gute Trixi von Weihnachtsmann und Coca-G. In dem gegnerischen Team sehen wir ebenfalls einen Baum, eine Weihnachtskugel, na gut, ein Forsaker ist ein bisschen weit hergeholt, aber gut. Ein Starmie, was einen Stern repräsentiert, sehr gut, ein Keldeo, wo ich gar nicht dran gedacht habe, dass man das als Weihnachts, als Rentier nehmen könnte, aber eher so als Einhorn. Aber gut, was ja, ne? Simson als Weihnachtsmann, gut, macht auch nicht viel Sinn. So Pedo, ja, aber mehr auch nicht. Und dann noch ein Kramurks als Gans. Naja. Ein sehr gut, also sein Team ist auf jeden Fall ziemlich gut, sehr, ja doch, sehr OU-lastig, wie es aussieht, muss ich mal so sagen, nebenbei. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich gucke gerade, womit wäre seine beste Lead? Skelabra könnte eigentlich ziemlich gute Arbeiten machen, wie es aussieht. Okay, ich glaube, ich leade mit... Wobei, das ist so ein Problem. Ich muss eigentlich mit Uxie leaden, um die Starfox rauslegen zu können. Dass, wenn sein Forsaker rauskommt, dass es keine Sturdy mehr hat, weil ich habe nichts gegen Starfox dabei. Das heißt, mein Uxie lead, der gute Gordi und Kokage ist zwar sehr extrem obvious, aber, Leute, also hier, ich kann nichts anderes machen. Ich gucke, hat er irgendwas... Er könnte auf Simsala einen Shadow Ball haben, genauso könnte Starmie, glaube ich. Eine Ampelleuchte auf jeden Fall könnte es haben. Aber sonst, boah, keine Ahnung, ich habe lange kein Wi-Fi Battle mehr gemacht, muss ich sagen. Ne? Also richtig so hier so lange Feeling. Und die Kamera ist ein bisschen. Ja, das ist Spaß, ne? So, okay, auf jeden Fall, ich muss jetzt hier mal runter zu den Rocks. Genau, das brauche ich. Okay, er hat was geleadet? Mit seinem. Ah, oh, nein, er hat es getan. Er hat es wirklich getan. Nein! Das finde ich uncool. Damit bekommt er nämlich die Rocks raus. Und er bekommt sie safe raus. Das heißt, ich gehe jetzt auf den U-Turn. Auch wenn ich jetzt den Beulenhelm-Schaden bekomme und meine Rocks nicht ausgelegt habe, kein Beulenhelm-Schaden. Okay, entweder ist es dann so ein Explosion-Trawler oder keine Ahnung. Dann gehe ich mal in meinen Ex-Miss. Er wird. Ja, es ist. Ich. Meinen Christmas. Mein. Zemis verpennt, ja, Adventskranz, Zemis verpennt. Wer das nicht rafft, ist eigentlich ziemlich simpel. Man kennt doch, Advent, ein Licht, ein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das 5. Lichtlein brennt, dann hat man Weihnachten verpennt. So sieht's nämlich aus. Ich werde jetzt damit eigentlich ziemlich raustrawlen. Der Flamethrower ist ziemlich obvious. Aber ich glaube, mit dem Shadow Ball mache ich sogar auf allem ziemlich guten Schaden. Deswegen gehe ich auf den Shadow Ball. Egal worauf geht, gut, Kramux tankt den ziemlich gut weg. Wenn er den Flammenwurf predicted. Er geht auf Keldeo, hat den Flammenwurf tatsächlich predicted, okay. Okay, er hat den Flammenwurf predicted. Ich bin auf Spukball safe, damit mache ich guten Damage. Ich bin gescarft. Mache mehr als genug Schaden und es. Okay, es war ein Crit, der hat mega gemeldet. Ich gehe wieder auf den Spukball, weil ich schnell bin, außer seins ist gescarft. Wenn seins gescarft ist, habe ich ein Problem. Er geht raus. Jetzt ist die Frage, was er macht. Geht den Kramux? Ja, er geht den Kramux und bekommt halt nochmal einen Shadow Ball ab. Aber das ist mir eigentlich egal. Das macht zwar nicht. Dürfte nicht allzu viel Schaden machen, weil Kramux doch ziemlich tanky ist. Macht ein Viertel ungefähr. Gut, 25% kann man mit leben. Jetzt muss ich allerdings raus. Jetzt habe ich ein Problem, weil Skelabra danach megamäßigen Damage bekommt. Und mein Santa Schnabel bekommt ebenfalls extrem hohen Schaden. Aber ich kann in meine Trixie gehen. Die Trixie und Coca gehen. Die kommt natürlich jetzt auch rein. Ja, hat er irgendwas geschrieben. Ich habe nämlich eine dritte Nachricht auf Skype. Was soll ein Celef. Ein Krebutag? Krebutag. Clef ist Trixie. Krebutag gibt's nicht. Er hat Krebutag geschrieben. Also Krebutag gibt's nicht. Keine Ahnung, was er mit Krebutag will. Okay, also hier könnte ich auf jeden Fall safe irgendwie in einen Dings gehen. In einen Moonblast. Aber da ist es so, ob jetzt er rausgeht. Deswegen gehe ich jetzt mal in ein Gedankengut. Und hoffe, dass er nichts hat, irgendwie Eisenschweif-mäßiges auf dem Vieh. Oder am Ende noch so. Oh man, er könnte. Gut, Toxin bekomme ich eh kein Damage. Also, das könnte mir eigentlich relativ egal sein. Den kann ich eigentlich ziemlich gut safe hochboosten. Und bin mal gespannt, was dann reinkommt. Weil ich hitte eigentlich relativ viel. Er geht auf Abgesang.
Er will mich also rausfrollen. Okay, er will mich also dann rausfrollen. Gut, drei Runden habe ich. Ich habe drei Runden. Das heißt, beziehungsweise jetzt habe ich noch zwei. Das notiere ich mir gerade mal. Ich habe... Die erste Runde habe ich verbraucht. So, die erste Runde ist raus. Ich bin bei Abgesang... Oh, ne, Abgesang... Steht man bei Abgesang 0 oder Abgesang 1? Ich glaube bei 0, ne? Wenn es auf 0 geht. Gut, das ist jetzt die Frage. Ich nehme mal den üblichen Kalker. Level 50. Jupp, das ist das, was ich will. Kramux auf Englisch. Kramux auf Englisch. Oh mein Gott, Kramux auf Englisch. Ich hasse es, die englischen Namen hier wieder. Kramux auf Englisch. Kramux auf Englisch ist ein Morkrow. Okay. Morkrow. Ja, gut. Item Eviolit. Sagen wir mal, es ist speziell defensiv. Es ist speziell defensiv. Ach du Scheiße, das macht echt... Also ne, war es Level 100, das war der Fehler. So, ich bin auf plus 1. Okove mit Moonblast. Aber Flamethrower nicht. Oh gut, ich gehe mal auf Moonblast. Mir egal, Moonblast reicht. Er geht auf den Horrorblick, das heißt... Er will das Pixie... Okay, aber wenn das Ding tot ist, kann ich eh raus. Von daher ist es egal. Moonblast! Weg damit! Selbst wenn es voll speziell defensiv ist, reicht das. Es reicht, dankeschön. Damit kann ich in der nächsten Runde safe rauswechseln. Das finde ich sehr gut, sehr, sehr gut sogar. Und dann kann ich mich den Abgesang retten. Mein Abgesang steht bei 2. Ich kann noch eine Runde könnte ich noch trollen. Eine Runde kann ich noch trollen. Ja, yeah, eine Runde geht noch. So, Kramux ist raus. Muss ich noch Kramux ist raus. So, das ist doch super. Jetzt geht er ins Center. Okay, Alakazam. Das ist ein normales Alakazam. Nehmen wir mal, das ist irgendein scheiß Alakazam. So. Ich outcover es definitiv nicht, aber ich kann ihm einen eventuellen Sash wegnehmen. Er geht auf den Gedanken. Gut, gut, gut. Geh auf den Gedanken. Gut. Mach das nur, mach das nur. Womit kriege ich am wenigsten Schaden mit Psycho? Okay, ich habe danach nämlich Abgesang noch eins. Einen Abgesang habe ich danach noch. Okay, ja, stimmt. Damit mache ich jetzt normalen Schaden. So, und das ist die Hälfte. Nein, ist nicht die Hälfte, schade. Abgesang steht bei 1. So, das ist jetzt für mich der Moment, wo ich auswechseln muss. Die Frage ist nur, in was wechsle ich? Ich gehe mal ganz easy in mein Gordy. Jordy. Ja, yep. Trixie, komm zurück, dein Abgesang, der soll mir ja nicht hier alles umbringen. Gordy Kokage. So. Okay, was hat er jetzt geschrieben? Ich verstehe es nicht. Okay, mega predict. Okay, sehr gut predicted. Mega nice. Ganz geil. Wirklich geil. Und das ist jetzt sehr uncool für mich. Er hat den Spukball... ich weiß nicht, womit er gerechnet hat, aber er hat den Spukball jetzt damit rausgehauen. Damit ist dieses Pokémon eigentlich unnötig. Es ist sehr unnötig mittlerweile. Also eigentlich kann ich Self jetzt gar nicht mehr gebrauchen. Ich bin auf jeden Fall langsamer. Das steht fest. Simsala ist viel zu schnell. Der Spukball wird mich killen. Das heißt, ich... gehe jetzt einfach mal auf die Rocks, um zu hoffen, dass es vorbeigeht, was es nicht wird. Deswegen auf Wiedersehen, Selfe. Gordy, du hast super Arbeit geleistet. Naja, da hättest dich ja noch vielleicht verwandeln können oder sowas, ne? Stimmt. Oh, Mew wäre eigentlich das perfekte Gordy gewesen, weil wandeln, ne, Ditto noch besser. Noch besser, Ditto. Okay, aber ich bin schneller als dieses Simsala. Und wenn er jetzt rausgeht, der Spukball, der macht überall wieder guten Schaden. Das ist sehr schön. Ich bekomme jetzt ein bisschen Tarnsteinschaden, was ziemlich uncool ist. Sehr uncool sogar. Aber ich bin schneller. Ich bin Scarf. Ich bin fucking Scarf! Der Adventskranz, ne? Das fünfte Lichtlein brennt. Ich habe Weihnachten verpennt. Tut mir ja leid. Weihnachten ist vorbei. Ist echt uncool. Okay. Mal sehen. Ich bin schneller. Das war easy. Und es killt. Es muss killen. Dankeschön. Jetzt weiß er, dass ich gescarft bin. Simsala ist raus. Jetzt weiß er, dass ich gescarft bin. Wenn er es jetzt nicht weiß, dann... Na gut, das ist ein gutes Swampert. Der weiß das. Verguckt, aber habe ich schon eine Brille. Easy! Klassiker! Easy Klassiker, genau. Okay. Super! Damit habe ich jetzt eigentlich ziemlich guten Threat, weil ich bin schneller als alles, was er hat. Und der Spukball macht überall guten Schaden. Muss man so sagen. Und Earthquake spielt man nur auf physisch-defensiven Gewaltruß. Dadurch, dass aber Gewaltruß eben 90% der Fälle speziell gespielt wird, ich kenne wenige, die es physisch spielen. X-Mas Tree! Kenne ich, habe ich auch. Er hat sogar Shiny mitgenommen. Hätte ich sogar den gleichen Sprite nehmen können wie bei mir. Okay, wie viel mache ich denn auf einem Skeptile Mega, wenn es voll, gut, es kriegt Full Init,
sagen wir Spezialangriff, Level 50. Nein, oh Mann, du bist doch scheiße. Du Spast. Okay, Skela. Chandelure. Choice Scarf. Ja, das ist mal. Ah, gut, ich habe einen Flamethrower. Das muss ich noch machen. Flamethrower. So, Level 50. Gegen Skeptile Mega. In 252 hier, 252 da. Modest. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ah, ist noch Level 100. Muss ich auch Level 50 machen. Der Spukball macht 70%. Das reicht mir eigentlich sogar. Wenn er mich in dieser Runde nicht O-Code, habe ich es in der nächsten Runde ge-O-Code. Dann habe ich es in der nächsten Runde ge-O-Code. Die Frage ist nur, ob es physisch oder speziell ist. Ich hoffe, dass es... Ich bin schneller. Es müsste bis zu 70% machen. Es macht genauso wie ich sollte. Drachenklau, tank das. Ja, ich hab's getankt. Geil. Das freut mich. Nochmal ein Spukball und damit ist ein X-Mystery auch raus. Oh, das ist aber ziemlich hier. Tja, er ruft es raus. Damit mache ich, egal was er reinbringt, einen extremen geilen Schaden. Er geht den Klumpen. Klumpen wird da nicht viel mitmachen können eigentlich. Speziell macht es ja eigentlich sowieso nicht viel mit. Und gut, ich bin jetzt nicht auf dem Flammenwurf. Ich bin auf dem Spukball gelockt, aber er macht mehr als die Hälfte. Damit ist sein Klumpen auch raus. Gut, das ist... Ja, ich will jetzt nicht voreilig sein, aber man könnte es fast schon in GG nennen. Wobei, das war jetzt ziemlich voreilig, aber ich meine, das Einzige, was mir noch gefährlich werden könnte, ist Starmie. Und Starmie ist eigentlich ein safer Oko mit meinem Gewaltrohr. Dazu habe ich noch Mr. Sweeper dabei, das gute Damierplex. Also eigentlich, ja, kann er mir so, wenn ich jetzt mal predikte, nichts mehr wirklich machen. Kann er eigentlich nicht, aber man, das ist Pokémon, Leute. Es gibt immer noch irgendeinen Hex, dass ich auf einmal mit dem Spukball, der, ich glaube, 100% Genauigkeit hat, dass ich misse. Und dass er dann mit einer Stone Edge, die natürlich keine 100% Genauigkeit hat, mich dann voll wegmacht, ja. Aber gut, ich gehe auf den Spukball wieder. Ich gehe mal weiter auf Spukball. Oder hat er einen Aquajet? Gibt's Wasserdüse auf Keldeo? Ich glaube nicht, sonst hätte er schon getan, oder? Wenn es Wasserdüse auf Keldeo geben würde, hätte er schon getan. Ich weiß es nicht, kann Keldeo Wasserdüse. Wenn es Wasserdüse kann, habe ich ein Problem. Wenn es keine Wasserdüse kann, dann habe ich Glück. Er schreibt GG. Tja. Okay, er hat gerade GG geschrieben. Ich habe zuerst gesagt, bitte kämpf zu Ende, ne? Hätte er jetzt den Kampf hier aufgeben, wie ich schon mal ein guter Abonnent getan hat. Huh, aber der Mr. Sweeper, dem kenne ich... Mr. Sweeper, jetzt komme ich auf ihn, ne? Starmierplex, ne? Aber der gute Swampert, der ist nicht so einer, den kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, ne? Deswegen mache ich mir da keine Gedanken mehr. Finde es nur sehr schade, dass der gute Santa nicht in den Kampf kommen konnte. Aber gut. So, Spukball, weiter geht's. So, mal sehen, ob ich das Starmie damit rausnehmen kann. Kann ich es damit rausnehmen? Ich kann es. Sehr schön. Dann Starmie. Okay. Und dann hat er noch, was hat er noch? Er hat noch sein X-Mystery. Ja, den guten X-Mystery. Hier ist die Frage, soll ich nochmal in Mr. Santa gehen und dann nochmal einen Eisschad machen? Würde das reichen? Wenn es reicht, mache ich es einfach nochmal zum... Botogel gibt es nicht, heißt nicht in Englisch. Wenn das geht, mache ich es nämlich nochmal. Botogel. Wie heißt du auf Englisch? Wie heißt du auf Englisch? Daily Bird. Wobei, nein, ich habe keine Eisshards. Ich guck mal, ob ich irgendwie was tanke. Blank Set. Ach du Scheiße. Ja, hier Full Attack. Full Init. Jolly. Übereifer. Übereifer. Übereifer auf Englisch, bitte. Bitte, danke. Über einfach auf Englisch Hustle. Ability Hustle. So, du hast ein Ice Punch. Mehr brauche ich nicht wissen. Ist ein Oko. Definitiv. Gehen wir mal hier auf Dragon Claw. Macht. Doch, dann mache ich nicht. Mit den Tarnsteinen wird das nämlich ausreichen. Wenn hier nämlich noch die Rocks liegen, zeig mal gerade. Rocks. So, hier ist Death Rocks. Und dann hier die Dragon Claw. Macht zu viel, deswegen das ist ein GG, gutes Moment, also Jakob hier, ne, wir haben, wartet, wo ist der Knopf, da ist der Knopf, gewonnen, yeah, das sieht jetzt schlecht wegen Lichtverhältnissen, aber dieses Ding leuchtet. Auf jeden Fall, vielen Dank für diesen Kampf, danke, steht schon mal in der Kamera, meine Wölfe, ich wünsche euch immer noch einen zweiten schönen Advent.
Schönen zweiten Advent, Mensch. Und wir werden uns dann nächste Woche wiedersehen. Denn dann steht nämlich von 3 noch vorigen Kursarbeiten nur noch einer an. Juhu! Aber gut, wir sehen uns dann am dritten Advent wieder. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und ciao, euer Woolwix over and out.